Juhu, Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Sims 4 mit diesem Innenarchitektur Traum, wollte ich sagen. Wir sind jetzt erstmal im Cars und gucken uns mal an, was es alles so Schönes gibt. Nochmal ein paar Mal zufällig. Körper. Ach ja, stimmt. Es gab ja hier die ganzen. Cool. Oh, voll cool. Guck mal, wie gut. Ich habe auch schon lange nicht mehr Sims gespielt. Schick. Gefällt mir. Hautfarben, warm, kalt, zufällig. Körper, Tattoos. Okay. Wir müssen nochmal ihre Haare anders machen. Oh, es gibt auch neue Haare? Fragezeichen. Gibt es neue Haare? Ja. Pink, machen wir was Cooles, grün, blau, blauer, pinker, grüner. Rot. Ich werde immer bei den Rothaarigen bleiben. Die mag ich, die Frisur. Blusen, Oberteile. Was haben wir da Neues? Einmal hoch, nichts. Aber Spiel, warum sagst du es mir? Warte. Es geht ja wahrscheinlich auch eher um Einrichtungsgegenstände hier in dem Spiel. Packs. Traumhaftes Innendesign heißt es. Ah, okay, da gibt es gar nichts. Doch, gibt es. Okay, das finde ich süß. Oh, ein schicker Pullover. Ich mag die Richtung, in die sie gehen. Mit diesem hier. Auch mit diesen Strickdingern. Diesen kleinen Lebedingern. Und okay, also. Pax. Traumhaftes Innendesign. Ein bisschen mehr Flups. Cool. Rockhose. Ah, da müssen wir das freischalten. Okay. Ja, die Dekorateur. Oh, ich freue mich so drauf. Das ist so cool. Ja, gefällt mir irgendwie. Finde ich es lustig. Und Pax. Traumhaftes Innendesign. Oh, wir haben sogar neue Schuhe. Gucken wir mal, was die Kleider so machen. Pax. War das nicht früher mal oben, was er neu hat? Traumhaftes Innendesign. Süß. Das sieht ein bisschen aus wie ein Handtuch. Süß. Oh Gott, ich stehe auf diesen Overall. Vor allem mit den Schuhen. Okay. Dann kriegt sie ein Outfit. InDesign kommt weg. Eins, zwei, drei. Abendkleidung. Nicht, dass wir viel Abendkleidung brauchen. Nur wenn man einmal angefangen hat, den Würfel rollen zu lassen, kann man nicht aufhören. Ja. Sportkleidung ist mir relativ. Jacke wie Hose. Das zählt als Sportkleidung. So. Nein. Irgendwas Sportliches als Sportkleidung. Ja, schick. Nachtwäsche. Nein. Nein, 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 nein. Ja. Ausgekleidung. Eins. Mal gucken. Das ist doch süß. Boah, Badesachen. Nehmen wir das. Heißes Wetter. Das finde ich auch süß. Und kaltes Wetter. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gehen wir erstmal ins Kottchen. Okay. Es gibt hier bestimmt was Neues. Nicht als Wissen. Nein. Beliebtheit? Nein. Nein. Liebe. Kreativität? Nee. Familie. Natur. Ort. Sport. Vermögen. Tier. Es gibt nichts Neues. Es ist nichts Kreatives. Gibt es denn irgendwie ein neues Merkmal? Abenteuerlustig. Vegetarierin. Gut. Und Insider. Nee, machen wir mal gesellig. Aha. Deko. Aha. Das sind ihre Vorlieben. Märchendeko, Terrassendeko, zeitgenössische Deko.
Achso. Aha. Ja. Machen wir mal traurig, traurig, ja. Ich weiß es nicht. Nein, ja. Nee, mit deren mag ich nicht so gern. Queen Anne schon wieder besser. Terrassen, zeitgenössisch. Aha. Ach, wie wusste ich, da habe ich noch nie vorher drauf gedrückt, aber es ist ja auch eigentlich egal, ne? Gab's das vorher schon? Backen macht sie gerne. Gartenarbeit macht sie gerne. Tanzen tut sie ganz gerne. Und Farben können wir noch auswählen. Rot und grau. Bestreben. Was nehmen wir denn? Einheimische. Nehmen wir Einheimische. Wir können es ja jederzeit ändern. Gut. Wir haben noch keinen Namen. Wie nennen wir uns? Wir nennen uns. Anne, Selina. Nein, nicht Selina. Laura. Laura Müller. Hallo Laura Müller, herzlich willkommen. Wo ziehen wir denn mit dir hin? Zieht es uns in die Großstadt? Ich glaube, das würde passen, oder? Wenn wir in die Großstadt ziehen mit ihr? Mal gucken. Ich denke nicht, dass es in dem Pack irgendwie was Neues gibt. Wir hatten so viele neue Welten in letzter Zeit. Fangen wir gleich mal im Frühling an. Und ja. Oh, aber das würde auch passen, ne? Wenn sie ins Delso Valley zieht. Aber ich glaube. Mich zieht es hier hin. Ich liebe diese Stadt. Oh. Wie oft ich hier schon angefangen habe zu spielen. Drei Betten. So viel brauchen wir halt überhaupt nicht. Zwei und eins. Ja. Oh nee, wir nehmen. Oh, guck mal, hier ist auch was frei. Luxusallee. Oh, die könnte man sogar leisten. Aber hier ist halt echt hässlich. Ja, ich nehme das. Komm. Möbliert. Nehmen wir 600 Simoleons. In der Woche. Das schaffen wir. Ich glaube, es gibt das als neue Karriere. Dieses Inneneinrichtungsding. Ich hatte nur den Trailer gesehen und sonst nichts zu dem Spiel. Mal schauen, wie das so umgesetzt wird. Aber in dem Apartment habe ich schon so einige Sachen runtergespielt, deswegen. Alles chillig. Mit Geistern anfreunden. Ja, das habe ich schon gemacht. Geister sind nett. Aber dann haben wir halt ein reparaturbedürftiges Apartment, aber mal gucken. Das sollte uns eigentlich nicht stören. Wir stellen es einfach gut. Okay, wir sind neutral. Und vergiss nicht, deine Miete rechtzeitig zu bezahlen. Ja, danke. Das hier ist unser Home Sweet Home. Ich denke, die Grundlagen dieses Apartments sind uns allen bekannt, ne? Mäuselöcher. Bisschen unordentlich. Und sie ist ganz glücklich, weil. Ach so, weil sie die Deko so gerne hat. Ach, wie ist lustig. Wir machen mal gleich Nägel mit Köpfen und suchen uns einen Job. Huch, wir klingeln schon. Nein, ich möchte nicht nach Batuu. Star Wars hat mich ganz schön enttäuscht. Job suchen. Ist es ein Job? Oder wie wird das hier gehen? Oh Gott, diese Hose, die würde ich auch tragen und den Pulli auch. Indekorateuren, da. Tschakka, wir sind jetzt Indekorateuren. Wir sind jetzt Farbräume bei cleverer Innenarchitekten. Wir können nach Kunden suchen, die sich eine Indekoration wünschen. Nach Aufträgen suchen. Wir machen gleich. Budget. Ja, wir können ja nur das eine machen. Zimmerrenovierung. Aufgenommene Fotos zu verwalten. Zimmer. Renovierung. Beginnt ab 9 Uhr am Montag. Dann würde ich einfach sagen, wir kennen ja die Grundlagen von Sims 4. Wir sehen es einfach am Montag wieder, oder? Irgendwie hauen unsere Nachbarn nicht ab. Wollen wir eine Mitbewohner Suchanzeige aufgeben? Wir geben eine Mitbewohner Suchanzeige auf. Ich glaube, wir können das jetzt zwar leisten, aber wir haben halt ein Zimmer frei und dann
Hoffentlich melden sich nur nette Leute, das hoffe ich auch. Wir haben auf jeden Fall. Ach, keine Dusche. Wir brauchen eine Dusche. Hatte ich vergessen. Ich will nicht gucken. Ich will nicht vorher gucken, was es gibt. Verklickt. Wie jedes Mal. Und täglich, ne? Guck, Klo und Dusche. Man will das nicht. Klo. 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 Notfalls verkaufe ich die Badewanne. Wir brauchen auf jeden Fall eine Dusche. Machen wir mal im Inventar und dann machen wir eine Dusche hin. Und dann gucken wir mal, wir könnten ja so eine. So, wir müssen nochmal duschen. Also, Grundstück des Kunden besuchen, Kunden kennenlernen, vorher Fotos machen, Baumodus zugreifen, Renovierung durchführen, nachher Fotos machen und den Kunden den neuen Geräten aufzeigen. Das klingt ja gar nicht so schwierig. Und warum hat man hier eigentlich keine Fliesen im Badezimmer? Das triggert mich jedes Mal. Gut, wir sollen rechtzeitig zu dem Grundstück gehen, um das von den Kunden zu erfahren. Wie reise ich denn dahin? Reise ich da irgendwie mit dem Krankmelden, Gelegenheitsjob, plaudern, reisen? Muss ich da irgendwie hier über dieses Menü hinreisen? Oder kommt das Reisenmenü um 9? Sind das, wo wohnen die denn? Ach, ich kann das nicht alles durchsuchen. Die kommen doch bestimmt um 9, oder? Wir warten nochmal ab. Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Ich mache nochmal hier zu. Und ich glaube, um 9 müsste es eigentlich dann kommen. Plunks. Mal gucken, wir machen mal schnell auf Speedy Gonzales. Und hoffen echt, dass sich irgendwer Nettes meldet. Na, jetzt irgendwas zu gucken. So. Genau, auf zur Arbeit. Alleine losschicken. Ich möchte sie unbedingt alleine losschicken. Das machen sie halt auch richtig schlau, ne? Die von den Sims. Immer wenn man denkt, man hat keine Lust mehr. So. Also, stopp. Kunden besuchen, kennenlernen. Freundlich vorstellen und freundlich vorstellen. Und hier steht, bei der Inneneinrichtung ist es wichtig, vorher nachher Fotos anzufertigen. Erfahre Lektion Fotos machen, wie du die Kontrolle hast. Also. Traumhaftes Innendesign. Fotos. Während eines Innenauftrags kann dein Sims Fotos anfertigen, um den Wohnraum vorher und nach der anzuzeigen. Das Anfertigen kann ein wenig bla bla bla. Fischauge. Profi. Vorher, dann nachher mit der Kamera. Okay. Du kannst auf die Stelle klicken, auf der du das Foto machen möchtest. Ach, wir finden das schon noch aus. Ich glaube, Fotos machen schaffen wir noch. Also, wir wollen die kennenlernen und die wollen eine Zimmerrenovierung. Kunden kennenlernen. Reden wir mal mit ihr. Bitten, Inspiration zu zeigen. Nach Lieblingsdesign fragen. Hallo, lauf doch nicht weg von mir. Über Dekotrends reden. Ah, sie zeigt uns jetzt auf ihrem Handy. Ah, guck mal. Hier, das ist meine Inspiration. So, sie wollen. Mag backen nicht, okay? Und sie mögen Karos? Okay. Sie mögen kein Orange? Gibt es auch etwas, was sie mögen? Oder mögen sie Zahlen und Blau und Pink und Grün und Farben? Sehen Sie kein Orange? Ich habe hier Lila und Braun und hier sind die Sachen. Oh, sie mag Schauspiel, das hilft mir richtig. Wirklich, das hilft mir wirklich richtig gut. Okay. So. Stopp. Jetzt muss ich sie kennenlernen. Haben wir kennengelernt. Okay. Darf ich, komm, kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Hallo, lasst ihr mich bitte rein? An die Tür klopfen.
Okay. Und sie ist immer noch ganz glücklich, weil alles schön eingerichtet ist. Das ist so halt so, wenn man alles mag. Komm rein. Super. Um welchen Raum geht es denn? Hallo, freundlich vorstellen. Sie haben es ganz schön schön hier. Nicht natürlich. Höhöhö. So, es ist halt schon 11, ne? Über Designs reden und nach Lieblingsdesign fragen. Machen wir das mal. Hallo? Was hätten Sie gerne? Ja? Nein? Vielleicht? Nein. Okay. Ja, viel mehr wird sich auch nicht, mich nicht, nicht zeigen. Ich würde gerne wissen, um welchen Raum es geht. Ich weiß nicht, ist irgendwas markiert? Habe ich irgendwas übersehen? Also, ich kann nicht schon Feuerfotos machen. Feuerfotos, Mann. Um welchen Raum geht es? Feuerfotos. Auftrag, backen nicht. Ja, aber na, man braucht halt trotzdem Herd. Ich weiß es nicht. Feuerfotos. Um welchen Bereich geht es? Sobald du die Kunden weggeschickt hast, öffne den Baumodus. Okay. Dann schicken wir sie gleich mal weg. Ich brauche ja keine Vorherfotos machen, wenn ich nicht weiß, in welchen Raum es geht, oder? Ich würde sie jetzt mal wegschicken. Kunden wegschicken. Ja. Gut. Stopp. Um welchen Raum geht es? Gott, ist das hässlich. Wer hat sich denn das Schlafzimmer ausgedacht? Oh Gott, ich war noch nie in diesem Haus. Das sieht ja fürchterlich aus. Also, wir können jetzt bauen. Bevor ich was verändere. Anforderungen. Zimmerrenovierung. Merkmale, Informationen, Wohnstück. Soll ich einfach irgendein Zimmer renovieren? Keine neuen Bodenfliesen sind erlaubt. Welches Zimmer soll ich renovieren? Das von der Teenie? Wir haben mit dem Teenie nicht geredet. Innendekorateur Feuerfotos machen. Weißt du was? Wir gehen mal hier hin. Und dann machen wir Innendekorateur mal Feuerfotos von da. Und dann machen wir den Raum von dem Teen anders. Huch. Tschakka. So. Und jetzt machen wir den Raum von dem Teen anders. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Wir entfernen einfach mal ganz viel. Ich weiß nicht, in welchen Raum es geht. Aber die Tapete ist auf jeden Fall super, super hässlich. Es wird auch nicht gesagt, irgendwie. Mach das Badezimmer neu, mach die Küche neu. Kriegen sie einfach ein neues Teenagerzimmer. Also wir brauchen auf jeden Fall eine neue Tapete. Und das sind Tapeten. Weil die ist super hässlich, die Tapete. Die ist cool. Die ist doch cool. Und sie mögen kein Orange, also kriegen sie auch kein Orange. Es gibt halt echt viel zu wenig Auswahl. Es ist halt echt schrecklich. Guck mal, das schreit doch Teenager. In grün. Kannst keine Änderung an den Strukturen. Will ich ja auch gar nicht. Ich will nur das ganze Zimmer auf einmal streichen, aber danke für nichts. Huch. So. Jetzt haben wir natürlich auch draußen die Wände gestrichen. Das ist genau das, was wir brauchen. Was machen wir denn jetzt mit diesem Zimmer? Oha. Eine kleine Auswahl.
Machen wir mal. Huch, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Sie haben mir nur gesagt, sie hätten gerne eine Zimmerrenovierung. Kriegen sie. Wer nach einer Zimmerrenovierung fragt, der bekommt eine Zimmerrenovierung. Nehmen wir so ein Einzelbett. Oha. Da gefiel mir, glaube ich, der Original-Swatch am besten. Oder sie ist halt auch schon Teen. Sie kann noch ein großes Bett haben. Da. Gehen wir mal durch. Das mag ich. Ja, guck mal, kommt was. Nachtschränkchen. Und darauf kommt meine Uhr. Nein, kommt es nicht. Eine kleine Pflanze vielleicht. Eine kleine Pflanze. Ah, sie ist ein Teenager. Gefällt mir. So, daneben machen wir mal einen Spiegel. Nein, aber auch ein der auf dem Boden steht. Ja, der ist doch schön. Und einen Teppich brauchen wir. Ja. Ja, der in groß. Dann braucht sie auf jeden Fall einen Schreibtisch. Sonst macht das ja keinen Spaß. Ein Stuhl für den Schreibtisch. Am besten irgendwas Bequemes. In dem Alter muss man viel sitzen. Und nehmen wir was Bequemes und einen Laptop, Computer, was auch immer. Wir müssen nur darauf achten. Wir sind noch im Budget. Ein Bücherregal kann auch nicht schaden. Aha, das ist cool. Sie mag Schauspielerei. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas davon besonders für Schauspielerei irgendwie geeignet ist. Übt man Schauspielerei nicht mit dem Spiegel? Kein Orange und nichts zum Backen. Das sollten wir, glaube ich, hinkriegen. Irgendein cooles Kunstwerk, was wir hier an die Wand klatschen wollen. Ein Wandgemälde. Und das ist süß. Aber ich mag das. Das passt. Wir haben hier auch schon so ein bisschen blau. Deko. Teilweise offener Lagerraum. Dekoratives Garn. Knäuel. Aha. Und man kriegt so ein Räucherstäbchen und. Und so eine Kuhpflanze in so einem Reagenzglas, weil es cool aussieht. Was Pflanzliches, oder was Statuemäßiges? Eine kleine Katze. Eine süße kleine Katze. Das kann man nicht irgendwo raufstellen. Ja, eine große Statue gibt es noch ins Zimmer. Vielleicht eine Stehlampe. Und wir haben hier auf jeden Fall noch eine freie Wand. Damit kann man irgendwas Musikalisches reinschmeißen. Sie ist ja noch jung. Boxen, Pflanzen. Wir brauchen noch mehr Pflanzen in dem Zimmer. Pflanzen kann man nie genug haben. Niemals. Egal, wer was anderes behauptet. Niemals kann man genug Pflanzen haben. Ein gewöhnliches Efeu und dann die hier. Ich weiß ja nicht. So, fehlt uns jetzt noch irgendwie was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oh, ich weiß es echt nicht. Machen wir mal nachher Fotos. Und dann mache ich halt... Ich habe halt ein Zimmer geändert. Weißt du? Wisst ihr? Ein Zimmer habe ich halt anders gemacht.
So, huch. Dann rufen wir mal die Familie an. Und wartet, wir können nochmal hier hinstellen. Und nachher Fotos machen. Oh, ich sollte drei vorher Fotos machen. Naja, das ist zu spät. Das habe ich nicht gelesen. Davon machen wir ein paar mehr. Nachher Fotos. Naja, wird uns schon nicht umbringen. So, und dem Kunden den neu dekorierten Raum zeigen. Wie mache ich das? Nachdem du die Präferenzen des Kunden umgesetzt hast, klick auf den dekorierenden Sims und verwende das Telefon. Das Gesundheit, das Telefon. Kunden zum Grundstück rufen. Ich muss mir vorher Fotos machen. Machen wir schnell mal ein paar Vorher-Fotos im Wohnzimmer. Vorher-Fotos, machen wir nochmal Vorher-Fotos. Und vielleicht könnten wir sonst auch einfach hier nochmal ein paar schnell ein paar Sachen austauschen. So, und dann können wir davon nochmal nachher Fotos machen. Nachher Fotos. Und dann kann ich die Familie auch schon zurückrufen, ne? So. Ja, es ist keine Kunst, aber es kann auf jeden Fall weg. Und dann rufen wir mal die Familie. Kunden zum Grundstück rufen. Fotos für die Präsentation. So. Zu viele. Nur drei? Okay. Gut. Sie ruft jetzt die Kunden zurück. Ich bin gespannt, was die sagen. Hallo, wo seid ihr? Kunden. Juhu. Palim, palim. Ja. Oh Gott, aufregend. Huff. Objekt zeigen, Kunden plaudern. Die Enthüllung, es geht los. Wir enthüllen gleich unsere erste Raumrenovierung von dem Raum, der nicht renoviert werden wollte. Okay, Raum, Renovierung, enthüllen. Wie mache ich das? Kunden die Renovierung präsentieren. Aber sie freuen sich. Okay, sie sehen zwar nicht genau was. Okay, wir folgen ihr. Dum, 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 dum. Wir werden sogar umarmt. Huch! Himmel! Hallo! Okay, sie freuen sich schon mal über den Tisch. Präsentieren! Oh, warte, wir können den Tisch erst noch. Na, ist egal. Präsentiere den Tisch. Oh Mann, sieht da die Boote langfahren. Cool. Hallo, hier haben wir den Tisch. Und, plaudern. Über den Weltfrieden reden. Präsentieren. Und dann präsentieren wir noch den Schrank da. Wir hätten also mehr Räume dekorieren können, wenn ich das richtig verstehe. Ich weiß es nicht. Und wie findest du dein neues Zimmer? Kannst du dir mal bitte Kunden um abschließendes Urteil bitten? Das interessiert die gar nicht. Nein, keinen interessiert. Sehr gut. Abschließendes Urteil. Könnten Sie mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung geben, um abschließendes Urteil bitten? Achso, die sieht sich um. Sobald Sie fertig sind mit Umschauen, erscheint ein Symbol über deren Kopf. Dann geben wir ihnen nochmal eine Sekunde. Sieht gut aus. Ich sehe kein Symbol. Ich bin bereit, über die Renovierung zu sprechen. Okay. Hallo. Hätte ich das gewusst, dass ich so viel machen kann, hättest du noch einen riesen Teddybär bekommen, Klein. Ich hoffe, das zählt irgendwie. Ist auf jeden Fall ganz glücklich. Oh, ich glaube, sie schwärmt davon. Sehr gut. Perfekt. Könnt ihr euch mal auch bitte umgucken? Okay. Über Abteilen am Urteilen. Los. Und er auch. Okay. Er freut sich, glaube ich. Und wir sind im Budget geblieben. Und sie ist auch bereit. Okay.
Oh, wie sie sich alle freuen. Dankeschön, Leute. Du hast gute Arbeit, nicht mein Geschmack. Du hast alle Punkte erfüllt, aber es berührt mich nicht. Oh, sie hasst uns. Okay. Gute Arbeit. Okay. Ich würde sagen, das war's mal mit der ersten Folge von dem Innentraum-Dekorateur-Dings-Bums. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.